Muss ich mal genauer angucken. Nein, oh, warum macht ihr bitte so viel? Habe ich einen Debuff bekommen auf meine Versteinerungsresistenz? Sehr kurios. Na gut, dann mache ich jetzt das. Die Schmetterlinge kann ich ja endlos nachkaufen bei der Vogelfrau. Klick. Nö, das sind kaputte Statuen. Kaputte Statuen. Okay. Ihr da. Guck mal her. Eine weinende Statue. Wie ganz viele andere weinende Statuen hier. Da könnte ein Boss drin sein. Jetzt kann ich echt aufladen. Interessant. Okay, gucken wir mal. Okay. Au. Wo ist der dritte? Ja, wusste ich's doch. Fernkämpfer. Oh oh. Joppala. Das ist aber schick. So eine Kämpfe mag ich. Also es wird hektisch werden und chaotisch und so weiter, aber ich kann halt einfach einen weghauen, möglichst schnell. Und sobald der weg ist, ist der ganze Kampf wesentlich einfacher. Allerdings werde ich vorher nach Majula reisen, um die Seelen loszuwerden. Also in Form von Reparatur und ein, zwei Aufstiegen. Und dann das Ganze erst machen. Und da muss ich überlegen, eventuell kann ich da einfach durchrushen, weil jedes Mal die ganzen Statuen weghauen und so wäre ein wenig lästig. Aber gucken wir. Erstmal reparieren. Hallo? Reparieren. Ring. Jo. Und ich würde eigentlich ganz gerne das Schild verstärken. Gaster, was brauchst du dafür? Oh, kein Funkeltitanit. Das ist sehr gut. Weiter, weiter. Weiter, große Scherben, jo, kein Problem. Titan Brocken wird schon schwieriger. Und Scholle. Zack. Max Level. Sehr schön. You'll need souls to repair. I know only of smithing. But souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. I'll be around, if you make it back. Leider kein neuer Text. Das ist... Das könnten sie ruhig noch reinpatchen. Nur so ein bisschen extra Kram, was Gespräche angeht und so. Weil, wie viel... Ich habe jetzt, glaube ich, schon 200 Spielstunden oder so. Das ist... Der Schmied hat nicht besonders viel gesagt in diesen 200 Stunden. So, ausgeben. Bearer of until. Nicht verstärken, aufsteigen. Ich hätte gerne... Belastung wollte ich steigern, ne? Ja, ich wollte Belastung steigern. So. Oh Mist. Und ich wollte gucken, ob ich die Krone nochmal aufstufen kann, weil wir haben ja ein bisschen glitzerndes Titanit gefunden. Du, sprich mit mir. Verstärken... Krone. Einmal, jo. Ja, damit... Noch zwei, ich könnte es auf Max-Stufe bringen. Hühnchen. Okay, jetzt zurück zu... Reisen. Nein. Hier, Gemach der Priesterin. Was machen die drei Jungs im Gemach der... Egal. Hier. Wobei, vielleicht führt das Ding doch nicht dahin, wo ich denke, dass es hinführt. Ich gucke einfach mal ganz kurz. Gehen wir kurz dahin. Ich denke, wir werden da rauskommen, wo der andere Fahrstuhl war, den wir nicht nutzen könnten. Und wenn ja, dann habe ich die Bestätigung. Fahre einfach wieder hoch. Und wenn nein, haben wir noch ein neues Gebiet. Ja, das ist die Brücke. Okay.
Also wieder hoch. Das Schild ist super. Es sieht ein bisschen affig aus, wie sie es hält, weil es halt nur so ein friemeliges Ding ist. Und trotzdem jetzt inzwischen 87-88% physischen Schutz hat, was heftig ist. Aber, ne, will nicht meckern. Ist genau für das, was wir machen wollen. Ein bisschen heilig, ein bisschen Magie und sonst leichter, flexibler Nahkämpfer. Super. Vielleicht jetzt noch eine bessere Waffe, weil den Degen kann man theoretisch gleich am Anfang schon bekommen. Und es muss doch was Besseres geben als eine Waffe, die man ganz am Anfang bekommt. Auch wenn ich weiß, dass in Dark Souls das alles nur eine Geschmacksfrage ist eigentlich. Aber, na komm schon. Wenn ich einen Endboss oder so töte, dann will ich auch was bekommen, was besser ist als das, was ich vorher habe. Sonst hat das nicht ganz so viel Sinn. Okay. Will ich es einmal probieren, einfach radikal durchzurollen. Weil es ist nicht so weit. Also erstmal kann ich euch beide töten. Ihr seid nicht so das Problem. Das Problem ist weiter unten, wenn die Gänge eng werden. So. Starte und ignoriere ich den. Da hinten ignoriere ich auch. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe den Ring noch ausgerüstet, aber ich brauche ihn gar nicht mehr. Also wechsel den Ring mal bitte gegen... Das waren alles? Also alle drei haben physischen Schaden gemacht, oder? Der eine mit einem riesen Knüppel, der andere war irgend so ein mittlerer Nahkämpfer und der andere war ein Bogenschütze. Oder halt Degenkämpfer. Also ja, ich denke, es ist so besser. Okay. Das heißt, ich mache jetzt schon mal dich. Und dich für die ganzen Giftspuckdinger da. Dann kann ich das aufladen. So. Also vielleicht doch einhändig lieber. Oh. Achso. Wo ist hier? Wo geht's weiter? Da, wo das Licht ist. Ja, also die kann ich definitiv überspringen. Lauf. Ah, super easy. Oh. Erdewurm könnte ein Problem werden. Ja, nö. Keine Probleme. Einfach durch. Schön. Sehr schön. Okay. So. Ich werde das genauso machen wie eben. Hallo, Havel. Au. Viel zu viel Schaden hier. Versuche ihn zu treffen. Wieder nehmen. Trink mal. Was ist da unten? Nix. Okay, komm. Okay, nichts, nichts. Hier sind doofe Statuen und die stunnen mich und. Sackgasse. Jo. Was? So, ihr seid alle hier unten natürlich. Also runterfallen ist keine gute Idee. Definitiv nicht. Was kann ich da machen? Also am Anfang, wenn die beiden auf mich zukommen. Der mit dem Hammer und der mit den zwei Schwertern. Dem Hammertypen kann ich einigermaßen ausweichen, aber dann kann der Typ mit den Schwertern mich leicht erwischen. Und der Bogenschütze ballert die ganze Zeit rein und trifft mich irgendwann am ungünstigen Zeitpunkt. Weswegen ich eigentlich ganz gerne den Bogenschütze zuerst töten würde. Aber wenn ich zu ihm hinlaufe, kommen die... Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Okay. Wenn ich zum Bogenschützen hinlaufe und ihn versuche zu pieksen, sind die zwei recht dicht hinter mir. Und dann kann ich den Bogenschützen ein-, zweimal pieksen und dann hauen die mir in den Rücken. Und der Bogenschütze wechselt auf eine Nahkampfwaffe und ich habe dann drei Nahkämpfer, die auf mich einprügeln, was nicht so wirklich schön ist. Na gut, ich gehe einfach nochmal runter, genau wie eben. Und warte ich jetzt mal nicht auf.
Und guck mir einfach die Umgebung da nochmal an. Vielleicht gibt es da noch irgendwo eine Abkürzung, die ich nehmen könnte oder dergleichen. Und dann haut das auch hin. So. Ich muss da lang. Jetzt nicht versteinern. Das wäre nicht so schön. Danke. Stein-Cooldown da ein bisschen ablaufen lassen. Wobei meine Waffe dann auch abnimmt, ne? Ja, okay. Go, go, go. Lalala. Au, 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 au. Trink. Und rein da. Okay, 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 okay. Ah, hier kann ich es ablaufen. Ich komme mir vor wie in einer PvP-Arena. Ich will euch auseinandersplitten, aber das macht ihr nicht, ne? Doch, macht ihr. Okay, du bist einfacher. Ins Wasser, ja. Geht's auf. Au, Gott. Geht's hier aber auch wieder hoch aus dem Wasser. Ihr zwei seid jetzt kurzfristig langsam. Toll. Au, au, au. Oh, ja, du bist. Das. Blutung machst du auch noch. Au. Nimmt. Roll, roll, roll. Lauf. Trink. Genau, du bist genau der Richtige. Dich wollte ich haben. Mist, Mist, Mist. Oh. Du bist schon ganz. Schon ganz schön angeschlagen. Ey. Du war Drachenzahn. Wo geht's da hin? Oh, nirgends. Mist. Roll. Notfallrolle. Wo war der Ausgang? Nicht hier. Da ist der Ausgang. Spucken die auch die an? Das wäre sehr schön. Habe ich Ruhe? Mach mal. Oh oh. Ja, genau. Super Idee, Ruhe und so. Lauf. Hier geht's hoch, hier geht's hoch. Ich kann beim Gehen das machen. Okay. Aber ja, wer die Arena kennt, ist definitiv ein Vorteil bei jedem PvP. Und das ist ja fast PvP für mich jedenfalls. Oh. Komm schon. Nee, ich will nicht den Dicken. Ich will dich. Rollspielchen. Das sollte mich heilen, ne? Huh? Der Pfeil. Oh. Wo ist der? Da ist er. Oh. Oh, nicht gut. Nicht in die Ecke. Oh. Nicht in Ecken drängen lassen. Aber das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. Überall Ecken und Winkel, wo man sich verkriechen kann. Der Bogenschütze tackert einen über dem Kopf. Und ja, sehr viel Rollen und Pieksen. Sehr, sehr schön. Ich nutze mal eine Human FG. Dann nutze ich mal dich. Und dann irgendwas hier ändern. Also Stamina brauchen wir auf jeden Fall. Schutz brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir alles auf jeden Fall. Nö, lässt sich nichts ändern. Aber ich denke, das ist kein Problem. Denn wir haben den einen schon fast down gehabt und sobald der eine down ist, müsste das Ganze ziemlich locker machbar sein. Vielleicht sollte ich mich nun nicht von vornherein auf den rollenden Schwertkämpfer fixieren, sondern vielleicht doch auf den mit dem Hammer. Der wird zwar schwierig sein zu töten, aber am Anfang habe ich ja noch die Schwertverzauberung. Und damit könnte das gehen.
Und wenn er weg ist, wäre es echt einfacher, weil er macht so viel Schaden verglichen mit den anderen. Ja, gucke ich dann mal nächste Folge. Bis gleich.